Was geht ab, Raffaelos Race? Dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aua. Ich vergesse jedes Mal, dass ich noch eine Knorpelbehinderung habe. Aber darum geht's heute nicht. Ich habe meinen adretten Korpus hier auf mein Bettgestell geschwungen, um euch etwas zu erzählen. Und zwar habe ich heute etwas geplant. Etwas extrem Großes und Gefährliches. Die Leute, die mir schon länger folgen, wissen ja, ich bin absoluter Grenzgänger. Beziehungsweise heute eher ein Grenzsitzer. Und die Leute von euch, die mich richtig, richtig gut kennen, wissen, dass ich sogar schon mal aus einem Gefängnis ausgebrochen bin. Das Ganze natürlich mit absoluter Bravour. Oder auch nicht. Es handelt sich natürlich alles um ein Spiel. Und zwar habe ich damals, das ist glaube ich schon über ein Jahr her, ein Spiel gefunden, das heißt Stickman. Oder ich weiß nicht, ob das so heißt. Es sind auf jeden Fall so Strichmännchen. Und da muss man immer Aufgaben erfüllen. Und zum Beispiel einen Diamanten stehlen. Oder man muss aus dem Gefängnis ausbrechen. Das habe ich alles schon gemacht. Also wenn ihr die Videos noch nicht kennt, dann gönnt es euch auf jeden Fall. Das ist ultra lustig geworden. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Man muss bestimmt irgendwie wieder reagieren. Jetzt klick, klick. Everybody is Kung Fu Fighting! Ich rasiere euch alle mit Shampoo am Nacken. Ihr verdammten Furzgranaten, Alter, das kann doch nicht sein! Scheiße! Ja, also man merkt schon, ich habe ein absolutes Talent dafür. Und als ich gestern entdeckt habe, dass es einfach eine neue Folge gibt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die neu ist, auf jeden Fall kannte ich sie davor noch nicht, von diesem Spiel, da bin ich eher ausgeflippt wie so ein räudiger Erdnussflip und ich dachte, ich drehe einfach ein Video. Könnt ihr es gerne auch in die Kommentare einfach schreiben, wenn ihr Bock habt, dass ich zum einen öfter Let's Plays mache, weil mir macht das irgendwie schon Spaß, vor allem diese Mini-Let's Plays oder die Handy-Apps. Gerne auch Vorschläge in die Kommentare schreiben, einen Daumen nach oben geben, kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir wagen uns jetzt an die Mission. Ja, so sieht das ganze Spiel auf jeden Fall aus, beziehungsweise das Menü erstmal unspektakulär. Hier sehen wir schon unser Strichmännchen und die Geschichte von diesem Spiel ist eigentlich fast immer dieselbe. Dieses Strichmännchen ist irgendwo gefangen und hat die Nase gestrichen voll. Wegen Strichmännchen. Okay, ich würde sagen, wir haben genug erzählt. Wir legen einfach direkt mal los und dann werden wir... Hallo erstmal. Wieder, oh. Das ist der Komplex, den wir hier sehen. Gehe ich mal stark von aus. Let's go. Okay. Alles klar. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Ist das die Schwester von Gandalf oder was? Grigori. Ja, okay, also. Ich bin in der Zelle. Und da ist anscheinend schon mal eine hübsche Begleitung, sage ich mal, dabei. Und das Spiel ist exakt aufgebaut wie letztes Mal. Also man hat immer ein paar Möglichkeiten, die man eben wählen kann. Wir werden das einfach durchprobieren. Ich kann einmal einen Charge Attack Clip machen. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ach, der macht... Ach, der deppt, der Typ. Das ist ja geil. Dann ein Boost Up. Dann Wait for Transfer. Das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Oder, und jetzt kommen wir zu was ganz Interessanten, einfach totstellen. Wir stellen uns erstmal entspannt eine Runde tot. Darkness, my old friend. Bruh. He's Grigori. Yeah, you know new one, Henry? He's dead. Yes. Put him with others. Okay. Wir haben es geschafft! Ja, dass wir am Anfang schon so weit kommen, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist... Ja gut, habe ich gesagt, das ist die Lösung für jedes Problem. Ja gut, das habe ich. Ja, das war ja schon mal ein glatter Reinfall, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben uns aus dem Gebäude geworfen. Finde ich etwas respektlos, muss ich an dieser Stelle anmerken. Das heißt, wir haben nur noch drei Möglichkeiten. Wir können entweder einfach warten, aber da habe ich ja schon gesagt, das ist ja mega langweilig. Also ihr kennt mich und ich kenne euch. Wir sind nicht diese Menschen, die warten. Wir brauchen Action. Wir machen einfach mal Teamwork, wenn es überhaupt das ist, was ich denke. Und lass mich von diesem Mädel einfach hochschmeißen. Ah, da ist eine Tür oben. Na, siehst du? War der Ansatz schon mal ganz gut. Komm, zieh auf, zieh auf. Ja. Komm schon. Oh mein Gott, das war die richtige Entscheidung, Leute. Wir sind ein Level weiter, beziehungsweise ein Schritt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder die Leiter hier runterlassen und das Mädel mitnehmen. Ja. Oder ich gehe einfach ohne sie. Ja, was machen wir, Leute? Na, jetzt sind wir da in einem moralischen Zwiespalt, will ich fast meinen. Wir sind ja richtige Gentlemenschen. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen gar nicht lange rumdiskutieren. Wir gehen natürlich einfach alleine weiter. Oh, Ellie will remember that. Also das heißt, sie wird sich daran erinnern. Die wird später noch eine Rolle spielen, auf jeden Fall.
Aktuelle Situation, liebe Freunde. Wir verstecken uns hinter einer Kiste bzw. hinter so einem Karton und müssen an zwei Wachen vorbei. Das sieht aus wie so ein Zauberstab, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das darstellen soll. Pickpocket, das heißt, ich kann irgendwas aus der Tasche stehlen von denen, also vielleicht einen Schlüssel. Oder einfach sprinten, also einfach weglaufen. Oder... Wir sind da wirklich in einer prekären Lage, da muss man einmal ernst denken. Ich nehme das Furzkissen. Der hat einen Stein drauf. Come on, are you serious? That was totally you. You what? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Als ob das funktioniert hat, Leute. Da oben ist wieder so ein Bösewicht. Ich muss auf jeden Fall irgendwie hier hoch, denke ich mal. Also ich kann entweder springen oder kacken. Ich weiß nicht, was diese Stellung darstellen soll. Oder ich habe so einen Longshot. Also keine Ahnung, ob ich damit fischen gehen kann. Ich würde sagen, komm, wir tröppeln mal ein paar Kotstückchen auf den Boden. Ah ja, als ob das schon wieder die richtige Entscheidung war, Leute. Wir haben drei Möglichkeiten. Wir können ganz normal mit dem Aufzug fahren, wobei ich sagen muss... Nö. Bungee Jumping, Leute. Oh. Schau mal, wie mickrig da einfach mein Oberkörper dranhängt, Mann. Hätte ich auch wissen sollen, mit einer Körperstatur von einem Florian kann sowas natürlich passieren. Ich hänge da wie so ein Würmchen noch dran, ey. Nehmen wir einfach mal den Ballon, oder? Wir bleiben auf jeden Fall auf dem kreativen Weg. Nicht platzen, nicht platzen. Es hat funktioniert. Aua. Jetzt müssen wir irgendwie auf die andere Seite kommen, weil da ist so ein Schacht hier offen. Leute, ihr kennt mich. Helium und ich, wir sind ein Traumpaar. Wenn ihr das Video mit dem Flo noch nicht kennt, das ist so lustig geworden. Da haben wir uns die komplette Nacht einfach Helium eingeflößt. Ich hätte nicht erwartet, dass das so lustig wird. Florian, komm nicht! Hey, Alter, bist du behindert? Du hast dich kaputt gemacht. Du kannst mich doch nicht einfach so... Ah, oh Gott, was hast du denn schon wieder gemacht? Was ist schon wieder gemacht? Du hast den Tisch kaputt gemacht. Denn nicht? Ja doch. Nee. Ja, und das ist aus Antikus. Warum tisch mich da einfach drüber? Ich bin doch mental instabil. Es findet eine richtige Zerstörung statt, die wir so nicht mehr hinnehmen werden. Stopp, Junge! Ah, Mensch, ey, was ist denn das für ein Warnhinweis? Ich darf mir nicht einatmen, oder was? Ja, sag mal, da ist ein Loch im Luftballon. Ja, beim Kondom von deinem Vater damals auch. Schön, dass du hier bist. Gönn dir die Flasche. Oh, jetzt explodiert der Kopf. Wetten. Boah. Wie genial ist das denn? Als ob wir so gut sind, Mann. Wir haben wieder drei Möglichkeiten, Leute. Drückt mal die Daumen bzw. schreibt immer eure Möglichkeit, die ihr wählen würdet, in die Kommentare. Wir gehen in die Box rein. Wie geil. Also wenn das jetzt funktioniert, Leute, dann rast ich aus. Just a box. Nein! Nein, nicht dein Ernst! Dann nehmen wir den Shadowser, oder? Ich kann damit unsichtbar werden! Jetzt bin ich einfach nur so ein Schatten! Wie geil ist das denn, Mann? Es wird Nacht. Boah, ernsthaft? Als ob jetzt das Blatt wirklich die richtige Entscheidung gewesen wäre. Hä? Als ob ich damit jetzt wegfliegen kann. Als ob das geklappt hat. Also da bin ich jetzt erstmal wirklich platt, muss ich sagen. Ja, wir haben jetzt drei Fluchtmöglichkeiten. Wir haben entweder das kleine Boot, wir haben eine Rakete und wir haben ein großes Boot. Die Rakete, Leute, ihr kennt mich. Ich bin bodenständig geblieben. Und ich will auch nicht zu einem abgehobenen YouTuber werden. Deswegen würde ich mich für diesen großen Koloss hier entscheiden. Kann da nichts schief gehen, oder? Hilfe! Ready, set, launch das Ding. Also es ist wirklich das kleine Boot jetzt gewesen. Okay, Kinders, damit ich heute Nacht noch ruhig schlafen kann und kein schlechtes Gewissen habe, würde ich sagen, wir schauen einfach mal, was passiert, wenn ich das Mädchen rette. Also, diesmal lassen wir die Leiter runter und holen sie hoch. Thanks. No problemo. Jetzt haben wir sogar andere Möglichkeiten. Wir können entweder die ablenken. Das sieht mit Abstand am dümmsten aus. Wir machen einfach mal das. Dann lenken wir die einfach mal ab. Nein, tanz doch nicht mit. Ah, ich würde sagen, wir hüpfen einfach rüber, oder?
Wissen ist zu direkt. Das heißt, wir müssen wirklich Gewalt anwenden. Bin ich ja kein großer Fan von, muss ich sagen. Ach du Scheiße. What the fuck? Boah, das ging aber easy. Bruh. Oh, nee, oder? Das ist doch irgendwie, ne? Alles scheiße. Wie gesagt, sehr gerne natürlich auch kostenlos abonnieren. Ist natürlich kostenlos. Und wir sehen uns ja bald schon wieder im nächsten Video. Haut rein, genießt euer Leben und ciao.